Die Augen möchte ich mir verbinden. Wenn ich die Badenden, auch uns sehe, das Aufgeblähte und Eingetrocknete, die ganze Unbarmherzigkeit des Fleisches. Krähen. Gott sei Dank sind es Krähen und nicht Totenvögel, die meinen Puls Nacht für Nacht beschleunigt haben. Mich hat der Totenvogel erheitert. Mich Schlaflosen machte er munterer. Ich konnte wieder Nietzsche lesen. Totenvögel sind heitere Sänger. Sie beleben die Nacht. Maria Smaragowska. Unsere Maria Smaragowska. Die große Philosophin und weltgrößte Köchin. Die von der Philosophie weit mehr verstanden hat als wir, erzählte damals die Geschichte ihrer sterbenden Großeltern. Zu gleicher Zeit waren die Großeltern bettlägerig geworden. Der Großvater lag ruhig da, starrte zur Decke, und bald hatte er das Augenlicht verloren. Großmutter hat sich hin und her gewälzt und man hat links und rechts des Bettes Bretter angebracht. Es hat wie ein Sarg ausgesehen. Und geschrien hat sie. Ah, sie ist dann über die Smaragowskas gekommen. Alte Zeit, große alte Zeit, die große alte Zeit, da Walter und ich von Maria Smaragowska viel, vielleicht alles über die Kochkunst erfahren haben. Von der Philosophie verstand sie mehr als unsere Professoren. Mein Arm schmerzt mehr denn je. Mein Arm schmerzt mehr denn je. Zu Ostern haben wir Großmutter ausgiebig von dem Borscht gegeben, was der Brauch verlangt. Löffelweise haben wir ihr von dem dunkelroten Borscht eingeflößt. Und sie hat Großvater angeschaut und gesagt, der schreckliche Mensch braucht keine Suppe mehr. Dann habe sie in ihren Bart gegriffen und laut gelacht. Jeder Koch ist nur der Vorläufer eines anderen Kochs. Das Dasein als Koch hat seine eigene Wahrheit. Die Kochkunst ist ein tiefer Blick ins Leben,
Sie reinigt das Bewusstsein. Sie erarbeitet nichts. Sie erhandelt jeweils gelungenere Speisen. Hörerinnerung, die in meinen ständig sausenden Ohren Bestand hat. Sie erinnert mich an das Klatschen der Fußsohlen meines Vaters, wenn er aus dem Keller kommend mit dem Rotwein in der Hand sich zu mir unter die Weinhecke setzte. Der Vater kam mir wie vom Kreuz herabgestiegen vor und mit der unverhohlenen Lust, selber zu essen und zu trinken, sagte er zu mir: Iss und trink. Iss und trink. Heute bin ich zu den Badekacheln verurteilt und müde geworden. So müde geworden. Mein Arm schmerzt mehr denn je. Ich würde meine schönsten Bilder verschenken, würde das Heilbad seine Schuldigkeit an mir tun. Gestern Morgen bin ich über die Kürbisfelder gewandert. Ich hoffte, dass mit dem Erwachen der Farbe, der grünen Ölseele, mein Malerarm wieder schmerzfrei würde, ausgehöhlte Kürbisse frei vom Inneren. Kürbisschädel, Schädel, Schädelstätte. Je älter man wird, desto mehr verfällt man der Hoffnung. Haltet daran fest, die erste, die schönste Hoffnung ist, dass es wirklich Gutes zu essen gibt. Große Sättigung macht mich glücklich. Ich habe einmal in Schweden ein geräuchertes Rentierherz gegessen. Dieses Herz auf dem Teller übertraf die Todesangst an Schrecklichkeit. Ich bin zu meinem stillgestandenen Herz vorausgelaufen. Das Kochen ist die langsame und zugleich plötzliche Verwandlung der vorgegebenen Natur. Sie entreißt ihr das Unerwartete. Kochen beginnt immer neu. Der Geschmacks- und Geruchssinn verbindet uns am innigsten mit dem uns Umgebenden, den Lebensmitteln und den Lebewesen und ihrem Tod und ihrer vorübergehenden Auferstehung aus ihm. Die Kategorienlehren haben die Essbarkeit vergessen und an der wichtigsten Erfahrung vorbeigedacht. Ach, wie liebe ich Innereien und esse sie ohne Schuldgefühl. Vor allem Bries, Leber und Hirn. Vor allem Hirn. Wir reden über das Leben. Seit wir bewusst unser Leben erhalten wollen, leben wir nicht mehr wirklich. Unser Denken braucht ein Warmbad. Denkt an die Kochtage mit Maria Smaragowska. Die Liebe zu den wunderbaren Metamorphosen ist mir verloren gegangen.
Ich hätte den Arm ins Feuer halten sollen. Das alles verkohlte. Sogar das weiße Fleisch. Ihr seid, schämt euch, dass euch, das der Theologe sagen muss, aus der Welt ins Heilwasser gefallen. Es gibt euch nur noch im Kopf. Der Theologe weiß was vom Teufel. Nun, ich rate euch, heillos zu werden. Ausgefranst, gesteigert in allem, weltlicher, beschwingt. Wie die über uns hinwegfliegenden Eichelhäher. Fliegen. Fliegen. Fliegen? Ja, wie denn? Wenn ein Maler Flügel lahmt. Was war ich früher für ein heiterer Mensch? Ich bekam, was ich wollte. Ohne eure Smaragowska habe ich in meiner Küche gekocht für meine Gäste. Ich sehe es den Leuten an, dass sie uns für Clowns der Todesfurcht halten. Badekrüppel. Die medizinischen Begriffskrankheiten haben unser Lebensgefühl vollständig zerstört. Wir zittern ja schon bei dem Zauberwort Cholesterin. Die Erbsünde sitzt in den Genen. Was für eine Regel, dass man mit vollem Mund nicht reden darf. Im Mund sei die Trennung aufgehoben. Die Trennung von Körper und Geist liegt im falschen Verständnis des Essens begründet. Gestern Nacht erwachte ich und erinnerte mich an eine geselchte Schweinsstelze im Kühlschrank. Ich stand auf und wollte mir eine saftige Scheibe davon abschneiden. Aber die Stelze war verschwunden. Das im Munde zusammengelaufene Wasser schoss aus den Quellen meiner tiefsten Existenz. Ach, was war das für eine Erleuchtung, eine Erfahrung, eine Kralle im Fleisch der ganzen Welt. Später träumte ich dann, ich hätte eine Tragödie in lateinischer Sprache geschrieben. Fänden wir wenigstens über die Träume den Ausweg. Des Großvaters ist die Großmutter immer verworrener geworden und hat von den Speisen der polnischen Küche fantasiert. Nach besonders erschöpfenden Pflegetagen hat sich dann unsere Magd, die Witzlawa, in der Küche eingesperrt. Aus einem Schrank habe sie dann die Zutaten für eine rote Torte geholt, habe den Teig gerührt und sei dabei wacher und fröhlicher geworden. Geschichten.
Ich gehe auf ein Mischbier. Wenn die Torte fertig gebacken gewesen sei, habe sie die Torte mit einer Zuckerglasur übergossen. Und mit einem sich auftürmenden Zierrad aus Zucker versehen. Einem Geäst von großer Vollkommenheit. Davor ist sie bis in die Morgenstunden gesessen und hat Wodka getrunken. Morgen gehen wir auseinander. Ja, morgen gehen wir auseinander. Es ist trotzdem kein letzter Tag. Es ist kein letzter Tag, nicht. Es beginnt immer neu. Farben grau werden, wenn es dunkelt. Ist ein Stein in mir über dem anderen geblieben? Vier gelassene Gralskönige sind im Wasser, weil sie im Wasser sind. Ja. Unsere Zimmer sind offen, unsere Küchen auf dem Sprunge. Zoe, Zoe, du hast mir die Stille geschenkt. Die höchste Erregung. Die Natur hat während des Kochens unsere innere Natur befreit. Kochten die Verlockungen. Wir haben den Abschied hinter uns. Und die Uhr ist ohne Ziffernblatt. Die Schmerzen sind uns zwar erhalten geblieben, aber sie reden jetzt anders zu uns. Frauen,
Ach, Frau. Ja. Jetzt haben wir den Gral gefunden. Das Mal des Lebens. Da der Kapau nicht herrlich. 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 Krähen. Totenvogel. Ach, Kapaune. Fasane.